Ja, meine Freunde, neue Runde 7 Days to Die auf dem PC. Schön, dass ihr mit dabei seid. Was haben wir heute vor? Jo, wir müssen unsere Belohnung abholen vom Trader. Da sind wir heute auf jeden Fall am Start. Und ich habe ein bisschen Geld mitgenommen. Ihr seht das hier schon. Ich habe auch ein bisschen was zum Verkaufen dabei. Also ein bisschen was werden wir wahrscheinlich einkaufen, je nachdem, was der so hat an Sachen. Ich hoffe einfach mal gute Sachen. Aber jetzt schauen wir erstmal, was wir als Belohnung kriegen. So, wir können einen Raketenwerfer. Was ist denn das? Winterkleidung. Bereite dich auf den Winter vor. Ja, komm her, nehme ich das und das Buch vielleicht. So, schauen wir nochmal. Was, was? Du hast nur noch eine Aufgabe für mich? Ja, dann machen wir das. Aber wir wollen natürlich auch mal gucken, was du hier so an Inventar hast. Gold verkaufen wir, das verkaufen wir, das verkaufen wir. So, jetzt haben wir... Oh, guck mal, wir haben 149.000 Dollar. Oder Dukes sind das ja, sind ja keine Dollar. Und jetzt schauen wir natürlich mal, was wir so kaufen können. Also das brauchen wir auf jeden Fall noch, das Buch. Große Rohre, Küchenspüle, ja gut, ne. Kühlbox, Geräte, Trinkwasserbehälter könnten wir nochmal einkaufen. Ja, einer ist vielleicht ein bisschen arg wenig. Stolperdraht, Batterie. Ja, Batteriebank brauche ich jetzt eigentlich auch nicht. Kochtopf, ne. Ne. Da waren wir schon. Da brauchen wir eigentlich auch nichts. Rohstoffe. Hier könnten wir jetzt mal hier ein paar Wasserfilter kaufen. Oh, da sind auch wieder 10.000 weg. Aber ist nicht schlimm. Wie gesagt, wir haben ja genug Geld. Wir können eigentlich fast alles kaufen. Wir kaufen noch ein paar Reparaturkits. Komm her. Sparen wir uns da den Kleber auch direkt. Dann haben wir hier Kleber und Klebeband. Da kaufen wir 10 mal Kleber, Klebeband. Komm her. So, was könnten wir noch gebrauchen? Na gut, das habe ich ihm selber verkauft. Hier unten die Sachen. Waffentechnisch, boah, schwierig. Würde ich jetzt vielleicht nur sowas holen wie Granaten oder sowas. Oder hier so, so Gewehr, Munition hierfür. Ja, komm. Das ist eigentlich so das Einzige, was ich gebrauchen könnte. Ja, ja, mach's gut, Kollege. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So, jetzt packen wir erstmal alles, was wir jetzt hier eingekoppt haben, packe ich erstmal hier rein. Die zwei Bücher können wir lesen. Ja gut, das hatten wir halt dabei. Ist halt so. Ja, wie gesagt, wir haben noch so viel Money. Ich würde sagen, wir fliegen direkt zum nächsten Händler. Mal gucken, wo der ist. Hier. Ach, ich bin doof. Ich bin doof. Ich hatte mir da was markiert. Hätte so einen Spot gefunden, da dachte ich mir so, der sieht aber interessant aus. Den muss ich meinen Zuschauern auf jeden Fall mal zeigen. Und was habe ich gemacht? Ihn jetzt quasi überschrieben, indem ich einen neuen schnellen Wegepunkt gesetzt habe. Aber gut, ich werde das bestimmt nochmal wiederfinden. Das war ja Richtung Schneebiom, wo wir die letzte Quest gemacht haben. Da bin ich drüber geflogen. Also das heißt, es müsste irgendwo wahrscheinlich da hinten sein. Oder? Ja, in die Richtung da hinten. Aber jetzt schauen wir erstmal, was der Trader hier uns zu bieten hat. Wie gesagt, verkaufen. Also ich verkaufe jetzt auch nichts mehr großartig. Wenn ich jetzt da was finde, dann nehme ich es zwar mit. Aber wie gesagt, verkaufen brauche ich das nicht. Wir haben 134.000. Also ich könnte dem Trader wahrscheinlich komplett leer kaufen. Mit so viel Geld. Deswegen, da müssen wir jetzt nicht unbedingt... sagen, oh, jetzt müssen wir mal ein paar Sachen verkaufen, damit wir hier wieder an Geld kommen. Ist ja gerade eine ruhige Situation, Freunde, da will ich euch nochmal aufmerksam machen. Lasst mir gerne ein Abo da, dann verpasst ihr kein Video, das ist kostenlos. Würde ich mich sehr drüber freuen, wenn wir die 500 Abonnenten schaffen würden. Und ansonsten lasst gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat, auch sehr wichtig. Und einen Kommentar, dann können wir ein bisschen, könnt ihr mir ein bisschen erzählen, was ihr sehen wollt zukünftig und was nicht oder was ich besser machen kann. Und wenn ihr dann noch Bock habt, könnt ihr mich auch gerne auf PayPal unterstützen. Alles in der Videobeschreibung. Aber jetzt gucken wir mal, was der Händler hier uns zu bieten hat. So, wir fangen mal hinten an. So, Nachtsichtbrille, die habe ich schon. Militärweste brauche ich nicht. Noch ein Trinkwasserbehälter, weiß ich jetzt nicht, brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Mir so eine Registrierkasse mitnehmen, aber ich weiß nicht, wie viele
wie viele Plätze da sind. Ne, wir lassen das mal lieber. Antibiotika brauche ich nicht. Solarpanel haben wir, glaube ich, noch welche rumfliegen tatsächlich. Könnt ihr das Wasser kaufen? Ja. Ich nehme mal hier die zwei Hotdogs mit. So, Tagebuch des Jägers. Das ist doch schon mal gut. Bogenschütze nehmen wir auch mit. Davon brauche ich nichts. Davon auch nicht. Jetzt gucken wir hier. Ich könnte ja nochmal ein paar Wasserfilter mitnehmen, aber irgendwann macht es ja auch keinen Sinn. Ich habe jetzt schon 5 Stück gekauft. Wir haben, glaube ich, noch 2 oder 3 in der Basis. Sind ja schon 8 Stück. Also irgendwann hört es dann auch mal auf mit den Wasserfiltern tatsächlich. Kleber könnte ich nochmal ein paar mitnehmen. Komm her, zack. Die packe ich noch ein. Ansonsten, wie sieht es hier aus? Irgendwelche Granaten, irgendwas, was halt viel hier, sowas hier zum Beispiel. Das ist doch gut. Für sowas gebe ich gerne Geld aus, ne? Also wir haben immer noch genug. Da kann ich hier eigentlich auch noch die Munition, hatte ich glaube ich gekauft hier, ne? Ah, zack. Was there something else? Nee, was hast denn du für eine Quest eigentlich für mich? Auch 6er. Was hast denn du? Da waren wir schon. Da waren wir schon. Da waren wir vor kurzem. Da waren wir auch. Okay. Boah. Komm her. Gehen wir nochmal in den Knast. Da gibt es vielleicht auch viele Toiletten, viel Wasser. So würde ich jetzt vermuten. Ach, ich habe immer noch ein gebrochenes Bein. Geil. So, hier dreht sich immer noch der Propeller. Dann steigen wir direkt rein und starten die Motoren und gucken mal, wo wir jetzt hinfliegen. Wir könnten jetzt hier zur Händlerin Jen noch fliegen. Aber eigentlich... Warte mal, ich muss mal gucken. Was haben wir denn jetzt hier eigentlich? Wir haben jetzt... 5 von den Wasserfiltern. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen Klebeband. Gut, wir fliegen noch zur Jen und gucken, ob die ähnlichen Stuff im Angebot hat. Ich gehe davon aus. Wir müssen nur aufpassen, dass das Benzin uns jetzt nicht ausgeht. 55% haben wir noch. Wir fliegen zur Jen. Vielleicht gucken wir kurz in der alten Basis, ob da vielleicht auch noch ein bisschen Wasser schlummert. Das könnte ich mir nicht vorstellen, weil Wasser denkst du dir so, ach komm, Wasser kriegst du überall her. Aber jetzt mit der Herstellung vom Klebeband, was wir halt viel brauchen, wegen Reparaturkits beispielsweise oder irgendwelche verrückten Sachen für die 100 Basen, die wir bauen wollen, brauchen wir halt ein bisschen Klebeband, heißt wir brauchen Wasser. Müssen wir mal in der alten Base gucken, da ist bestimmt noch das ein oder andere Wässerchen drin. Kriegen wir hin. Ach guck mal, da hinten ist übrigens auch der Punkt, den wir hier säubere, das befallene Gebiet, der ist auch da hinten. Vielleicht machen wir spontan das. Gehen da schnell rein, randalieren ein bisschen, schießen alles kurz und klein und gehen dann weiter. Aber dann wird das wahrscheinlich ein sehr, sehr schnelles Go. Weil wir jetzt eben hier schon ein bisschen Zeit verplempert haben. Ich muss mal gucken. Vielleicht fliegen wir auch zu dieser komischen, zu diesen komischen Spots, die ich da gesehen habe. Ist vielleicht auch nicht ganz verkehrt. So, einmal landen. Zack. Hervorragend. Aber gucken wir doch mal. Oh, wir haben eh noch ein gebrochenes Bein. Da würde ich wahrscheinlich eh kurze Pause machen. Warten, bis das wieder verheilt ist. So. Schauen wir mal. Hast du hier denn schon Wasser drin? Jawohl, guck mal. Da hat schon wieder gelohnt. I am so glad to see your face. Ja, das freut mich. Sitting by myself all day. So, wir haben eine Kühlbox. Ja, könnten wir kaufen. Können wir irgendwo hinstellen, so als Deko. Ach, komm her. Was soll der Geiz? Die 855 da nehmen wir mit. Dann haben wir hier Zementmischer. Ich weiß halt nicht, ob ich die mitnehmen kann. Komm. Was soll der Geiz? Auch kaufen. So, Munition. Wie sieht das denn hier aus? So, ja. Nichts für uns dabei. Hier ist nochmal Klebeband, das können wir nochmal mitnehmen hier. Komm. Wir haben immer noch, guck mal, wie viel Money wir noch haben. Wir haben immer noch 107.000. Wir haben gerade mal 34.000 oder was ausgegeben. So, Pi mal Daumen. Ich glaube, wir hätten 100. Ja, weiß gar nicht. 142 vielleicht. Ja,
Ansonsten brauchen wir jetzt hier wahrscheinlich auch nicht mehr großartig was. Bücher können wir nochmal gucken. Die haben wir alle. Hier gibt's auch nichts. Auch nichts. Ja. Vielleicht. Früher gab es ja sowas wie Geheimvorrat. Da will ich mal gucken. Besser verhandeln. Was ist denn das hier? So wie im An- und Verkauf. Muss man gescheitert. Du steigst. Okay. Sowas wie Geheimvorrat gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr. Also ich krieg ja nur bessere. Erhalte Zugang zu besseren Händlergegenständen. Ach, okay, gut, das ist das hier. Okay. Und das hier? Verbündete Mitglieder. Ja, ich spiele eh. Verbündete und Gruppenmitglieder, Fenster mit besser Beute und erhalten plus 1. Ja, ich spiele ja eh alleine. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass hier 500 Leute mit auf meinem Server sind. Das heißt, das macht eigentlich wenig Sinn. Ich könnte das hier jetzt ein bisschen hochleveln. So, zack. Jetzt kriege ich bessere Preise beim Händler. Ja, gut. Ob wir das jetzt unbedingt brauchen, ist jetzt eine andere Frage. Warte mal, ich habe doch das Bike dabei. Ich düse damit schnell mal in unsere alte Basis. Und gucke mal, was da so abgeht. Ach, guck mal hier, kleine Hase. Süß. So, schau mal, was uns hier erwartet. Ich habe ein bisschen Angst. Tür ist auf jeden Fall zu, das ist schon mal positiv. Ja, schauen wir mal hier rein, was hier so abgeht. Aber ich glaube eigentlich durch den Stein, der da... Wie sieht das hier aus? Elektro? Ja gut, hier ist jetzt nicht sonderlich viel Elektro drin. Wasser sehe ich jetzt keins. Ja gut, das macht jetzt wenig Sinn. Das auch. Mods. Boah, komm. Geschenken Gaul guckt man ja schließlich nicht ins Maul. Also das haben wir auf jeden Fall. Ja. Dann müssen wir jetzt zum Heli. Und ich fliege mal dahin, wo ich meine, wo das gewesen ist mit diesem Spot. Und dann sehen wir uns da wahrscheinlich gleich wieder, Freunde. Aber ich werde es diesmal nicht vorspulen, sondern ich werde es, glaube ich, rausschneiden komplett. So, warte mal. Bevor ich da jetzt starte, will ich mal gucken. Wir hatten ja... Warte mal, wo ist denn unsere Basis? Hier oben ist unsere Basis. Die Mission hatten wir... Wo hatten wir denn die Mission? War die nicht hier irgendwo im Schneebiom? Ah, es war doch nicht hier, oder? Wie ernsthaft hier? Weil ja, dann ist das, glaube ich, gar nicht so weit. Da waren so mehrere Basen nebeneinander. Jetzt will ich mal gucken. Ich weiß nicht, ob das hier das war. Das sieht ja auch wild aus hier, ne? Ich glaube, das hier ist so ein Ferienhaus gewesen mit dem Teich davor. Warte mal. So. Ich glaube, wir waren hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Hier war der Higashi Tower. Dann sind wir hier drüber geflogen. Das kann eigentlich nur eins hier von... Ich weiß nicht, ob die... Waren die hier im Schnee? Ich bin aber auch so ein Dulli, ne? Dass ich das da auch wegmache. Irgendwo hier so in dem Bereich wird das liegen. Ich flieg da mal drüber und schaue mir das mal an. Obwohl, können wir eigentlich zusammen machen. Weil... Da gehen wir halt einfach in der nächsten Folge in so ein Gebäude. Gucken einfach mal von oben, was das sein könnte. Dann könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was das für Gebäude sind. Und dann gucken wir einfach mal, ob wir da reingehen. Hier hat alles angefangen. Hier sind die schönen Basen. Da ist unsere erste Hordenbase. Basen. Unsere Minen. Unsere erste Hordenbase. Ach, das war noch schön. Nee, hier war das nicht. Das war... Safe war das im Waldbiom. Weil hier siehst du ja kaum was. Was willst du denn hier sehen? Wenn du hier drüber fliegst. Nicht. Nichts siehst du da. So, angenommen, da hinten war irgendwo die Quest. Das heißt, wir sind dann hier so querfeld 1 zu unserem Bett geflogen. Wenn ich das... Hä? Habe ich kein Bett mehr hier auf der Karte oder was? Warum sehe ich denn mein Bett hier nicht mehr auf der Karte? Oh Mann. Habe ich das kaputt gemacht?
sind Zombies in meiner Base, die das kaputt gemacht haben? Ich weiß es nicht. Werden wir auf jeden Fall herausfinden. War das nicht das hier, was ich meinte? Ja, das hier war das. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, was das ist. Weil ich glaube nicht, dass das ein Militäraußenstützpunkt ist. Das ist irgendwie eine Fabrik oder sowas. Weiß ich nicht, ob wir da schon mal drin waren. Und das andere war doch hier irgendwo... Wieso direkt dahinter? Nee, warte mal, das war das hier, oder? Da sind wir von da hinten. Nee. Nee, das kann es eigentlich auch nicht sein hier. Doch, warte mal. Da hinten war die komische Stadt. Nee, das wäre zu dicht an der Basis. Also an unserer Mine wäre das zu dicht. Das ist, was ich meine, oder? Das sah so ein bisschen aus, muss ich sagen, wie, ja, wie so eine Mine. Warte mal, ich will mal gucken. Wo ist denn unsere Bar? Da, hier ist unser Bett. So. Das heißt, wir sind hier drüber geflogen. So, das heißt, das kann wirklich hier irgendwo sein. Warte mal. Ne, ich fliege in die falsche Richtung. Ich vermute, dass es das hier ist vielleicht. Das hier. Weil wir sind ja vom Schneebiom, meine ich, gekommen. Und sind dann... hier drüber geflogen. Und das hier ist auf jeden Fall... links, das wird eine Militärbasis sein. Ja, so von oben sieht das schon aus wie eine Militärbasis. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, das ist eine Militärbasis. Aber das hier... das habe ich so noch nie gesehen. Ich glaube, dass das irgendwie eine Fabrik ist oder so. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was das hier ist. Und dann gucken wir es uns auf jeden Fall mal an. Ja. Und ich glaube, ich meine das hier. Das hier war doch, glaube ich, irgendwie sowas. Was so ein bisschen aussah wie eine Mine, oder? Was ist das? Boah. Ich flieg mal weiter. Ich glaube, es war vor diesem Berg, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht ist es auch das hier. Aber das glaube ich wieder zu weit weg dafür. Was ist das da? Ja, das ist glaube ich einfach nur ein zerfallenes Haus. Aber das hier könnte es tatsächlich sein. Warte mal, wir gucken mal. Ja Mann, das ist das hier glaube ich, was ich meinte. Was so ein bisschen aussieht wie eine Mine. Wir landen einfach mal. Wir gucken uns das Ganze mal an hier. Was ist das hier? Auch einfach hier so ein alter... so ein alter Hof scheinbar. Da werden wir auf jeden Fall mal gucken. Wir schmeißen jetzt einfach mal alles hier rein. Nehmen ein bisschen Munition mit. Was bräuchte ich noch? Nix eigentlich, ne? Nö. Wo ist der Raketenwerfer? Falls ich eine Kiste finde, die ich öffnen muss, dann habe ich hier auf jeden Fall einen Raketenwerfer dabei. Womit ich das Ding aufschießen kann. Ah, das ist einfach nur eine alte Farm hier. Ah, die ist schön. Geht hier irgendwo rein? Oh, guck mal, hier geht sogar rein. Okay. Erstmal. Hallo. Hallo. Danke. Erstmal die Geheimnisse hier erkunden. Oh, hier ist ein Tresor. Lol. Nur ein Tresor? Das soll irgendwie weitergehen. Na gut, dann ist hier nur ein Tresor drin. Ne? Den müssen wir natürlich jetzt nicht mit dem Raketenwerfer aufschießen. Das wäre ein bisschen. Guck mal, da kommt direkt eine Schlange raus. Was schmeckt? Unberührter Tresor. Oh, 6er Magnum. Geil. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Magnum. Ja, 6er Magnum, glaube ich, haben wir sogar tatsächlich noch nicht. Jetzt haben wir eine. Da ist verschlossen. Verschlossen. Hinten läuft was, okay. Hm. Lecker. Ein Blumsklo.
Was haben wir hier? Ach, da ist so ein Hühnchen. Oh Gott, das muss ich befreien. Guck mal, in der Zombie-Apokalypse darfst auch du frei sein, Hühnchen. So, guck mal. Jetzt kann es auf jeden Fall raus. Gut, da habe ich irgendwas aufgeweckt. Ja, wo soll es denn hier eigentlich auch reingehen, wenn hier eh alles zu ist? Okay, hier sind Gräber. Hilfe. Ja, müssen wir mal gucken, wo es hier reingeht, ne? Entweder, ja, muss ich halt einfach mal hier so diese Tür aufschlagen. Hallo! Kochtopf haben wir auf jeden Fall gefunden. Hey, das Haus für mich. Ja, fängt ja schon gut an. Oh, fängt ja schon gut an. Ich weiß nicht, ob ich das eben schon gesagt habe. Wahrscheinlich schon. Ah, Ironie und Sarkasmus. Zack. Zack. Oh. Ich muss sagen, für so ein Haus, also was man jetzt hier bisher gefunden hat, was willst du denn hier? Mach mal weg. Also das Magnum gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Aber auch so, ja gut, jetzt hier den Holzknüppel, aber so an sich ist der Loot, sage ich jetzt mal, für so ein, ja, für so ein Ort hier schon in Ordnung. Mal tun wir hier nochmal. Wie gesagt, Wasser bräuchten wir. Dann wollte ich das auch nicht ständig kaufen. Aber so ein Kamin könnte ich eigentlich auch mal irgendwie probieren zu bauen. Mal schauen. Schauen wir mal. Oh, wird das hier noch drin? Warte, schau mal ein Grundstück runter. Schmeck hier. Oh, ich muss nachladen. Schmeck. So. Wie gesagt, bei der nächsten Folge gucken wir mal, was da ist. Diesmal markiere ich mir das aber. Das wird wahrscheinlich... Warte mal. Da muss ich gucken. Das war die Militärbasis wahrscheinlich. Dann ist das hier das. Wir fliegen da nochmal hin. Natürlich wieder aus sehr hoher Entfernung, damit ihr es nicht erkennt, was es ist. Und ich möchte es ja auch nicht erkennen. Also ich werde dann mal schauen. Wie gesagt, wichtig ist, schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was das für ein Spot ist. Und dann markiere ich den hier auf der Karte, damit wir sehen, dass das der richtige Spot ist und ich irgendwo anders hinfliege. Aber das scheint der zu sein. Ja, das ist der. Ja. Ja, das war der. Ich markiere den jetzt mal richtig auf der Karte. Was ist das? Fragezeichen. Was ist das? Und dann sehen wir beim nächsten, in der nächsten Folge einfach mal, was das ist. Und gehen da natürlich auch rein. Also wir wollen jetzt nicht hier so halbe Sachen machen. Wir gehen da natürlich auch rein. Ich denke, das nächste Video wird vielleicht ein bisschen länger gehen. Oder ich glaube, wir haben jetzt sogar noch ein bisschen Zeit. Ich spule das vor, Freunde. Beziehungsweise wir sehen uns gleich bei der Basis. Ich spule es nicht vor, wir sehen uns gleich bei der Basis. Und dann bauen wir vielleicht noch mal ein bisschen was. Ja, ich muss euch noch ein bisschen was zeigen an der neuen Basis, was ich da eben entwickelt habe oder entworfen habe. Und dann sehen wir uns gleich, Freunde. Also, bis gleich. So, wir sind bei der Basis angekommen. Ich war natürlich zwischenzeitlich auch in unserer alten Basis, habe ein bisschen was raussortiert, habe was Neues reingepackt. Und ja, was wollte ich euch nicht vorenthalten? Und zwar ist unsere neue Basis ja hier jetzt, glaube ich, vollständig. Ja gut, hier muss ich noch ein bisschen aufwerten. Dann haben wir aber auf jeden Fall alles aus Beton, was uns eine sehr gute Sicherheit geben sollte. Ich muss mal überlegen. Ich wollte eigentlich noch so eine Brücke bauen. Von hier vielleicht hier rüber. Zu einem Flugzeug oder Hubschrauber oder Tragschrauber heißt der Landeplatz. Weil ich irgendwie nicht darauf landen möchte, weil ich finde das optisch ziemlich geil. Also wie gesagt, das kennt ihr ja schon alles. Ich habe jetzt hier, habe ich einfach paar Blöcke reingesetzt. Glasblöcke. Ich glaube, darunter sind, habe ich doppelt gesetzt, ne? Oder warum sehen die so komisch aus?
Muss ich mal gucken. Und ich habe hier halt Wasser reingepackt, aber ich sehe gerade, irgendwie verflüchtet sich das Wasser. Warum geht denn das Wasser weg? Ich müsste doch hier stehen bleiben. Verstehe ich nicht. Obwohl, man sieht es doch da. Ich muss mal gucken. Und hier habe ich schon angefangen, eine Glaswand zu bauen. Um, ja, hier halt eben... Ach nee, warte mal, da muss ich die wegmachen, ne? Muss ich vielleicht doch das Bettchen... Vielleicht doch hier drüben hin machen. Ich muss mal schauen, wie ich es mache. Aber auf jeden Fall so... Oder so ähnlich sollte es auf jeden Fall laufen. Machen wir hier natürlich auch nochmal schnell alles mit Beton. Dann haben wir hier auf jeden Fall dieses Plateau schon mal komplett fertig. Ich wollte halt eigentlich... Warte mal, hier sollte noch ein Turm hin. Oder hier, je nachdem. Also, wenn ich jetzt... Warte mal, ich könnte in die Richtung den Flugzeugplatz bauen, aber auch in... Na, in der wird es vielleicht ein bisschen knapp. Aber es wäre eigentlich... Warte mal, aus welcher Richtung würde ich denn potenziell wahrscheinlich eher kommen? Wahrscheinlich eher von hier. Also, warte mal, von Nordosten sozusagen. Wo ist Nordosten? Hier ist Nordosten. Das heißt, ich könnte das Ding wirklich hier hin bauen, weil ich dann vermutlich von hier komme. Dann baue ich hier dieses... Ding hin, dann fliege ich hier quasi hin. Guck mal, hier fehlt wirklich das Wasser. Das ist irgendwie weggelaufen. Komisch. Muss ich nochmal nachbessern. Schade. Aber sei es drum. Hier wird auf jeden Fall ein bisschen was eingepflanzt werden, damit es schön aussieht. Dann kann ich hier drauf zufliegen. Das heißt, hier baue ich einen Turm hin. Hier oder hier? Eigentlich Jacke wie Hose. Ich könnte auch hier raus einen Turm bauen. Wenn ich jetzt hier... Wir probieren das mal aus. Ich habe eh nicht so viel Glasblöcke, ne? Ah, 37. Müsste mal schauen. Warte mal. So. Hier müssen wir diese runden Dinger hinstellen. Geht halt leider nicht anders. Das sind die einzigen, die es quasi gibt. So. Warte mal, ich teile das mal. Ich brauche ja auch... Das sind wahrscheinlich jetzt andere, ne? Das geht. Ist halt doof. Ich habe da halt diese Lücke drin. Ja, halt ein bisschen blöd. Ich könnte das so... Vielleicht noch ein bisschen höher... Hält das dann nicht mehr? So, vielleicht? Ja gut, ich muss auf jeden Fall noch ein paar Glasblöcke herstellen. Aber ich glaube, so sieht das irgendwann richtig gut aus. Ich muss halt mal schauen, wie ich das dann dazwischen mache. Ich brauche dann hier auf jeden Fall auch irgendwas, so eine offene Seite, dass ich da reingehen kann. Aber eine Glastür, glaube ich, gibt es noch nicht in dem Game. Ist aber auch nicht schlimm. Ich denke, so sieht das aber ganz gut aus. Warum ich das jetzt hier auch noch... Ups, wenn ich das jetzt hier auch noch hochbaue. Frage. Ja. Nee, das kriege ich aber auf jeden Fall hin. Also diesen Turm baue ich dann auf jeden Fall noch ein bisschen hoch. Und dann bin ich mal gespannt, wie das aussieht, wenn es fertig ist. Also das, was ich vorhab. Ihr werdet es auf jeden Fall in der nächsten Folge wahrscheinlich sehen, weil ich jetzt noch ein bisschen hier arbeiten werde. Und ja, dann ist hoffentlich auch wieder Tag. Wie gesagt, jetzt muss ich erstmal gucken in der Basis, dass die Sachen mir hergestellt werden. In der Schmiede. Aber ich gehe stark davon aus, dass das so ist. Also ein bisschen was wird da auf jeden Fall hergestellt werden. An Glasblöcken. Mal schauen, was wir hier haben. Ach, guck mal, da haben wir schon 100 Stück. Ach, das läuft doch. Perfekt. Nee, ich baue das zu Ende, Freunde. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Seven Days to Die auf dem PC. Ich trinke was und verabschiede mich. Macht's gut. Bis dann.